YouTube, willkommen zurück bei Worker and Resources. Es geht weiter mit unserer Autobahn-Action hier und Auf- und Abfahrt für unser gutes Öl, was wir oder Treibstoff, den wir hier verteilen wollen. Aber vorher hatte Don Öko eine Frage. Aktuell kämpfe ich noch mit den Feinheiten im Game. 1350 Leute, Lebensmittel gedeckt, Kies läuft und wird verkauft. Holz läuft und wird verkauft. Erste Uni steht und die Aufforstung wird erforscht. Nur 50% der Leute versucht mich umzubringen. Oha, bitte was? Das klingt verrückt. Aber eine Frage hätte ich noch. Kann man LKW sagen, dass die nur zur Grenze fahren, um Sachen zu verkaufen, wenn das Gebäude zu Prozent gefüllt ist und darunter nicht? Aktuell mache ich das manuell. Die Antwort ist sowohl ja und sowohl nein. Eigentlich ja und trotzdem erstmal nein. Am Anfang, wenn du Hardcore spielst, dann geht es sehr lange nicht. Ich könnte es schon machen. Und zwar, da müssen wir mal kurz zur Uni, in den Forschungsbaum gehen. Also, du machst das die ganze Zeit manuell. Aber es gibt hier einen Forschungszweig. Und zwar, das die logistische Optimierung. Und da gibt es das Verteilungsbüro. Und das Verteilungsbüro, das macht dann in der Lage sein, Fahrzeuge automatisch zu dispositionieren und Fracht zu transportieren. Das heißt, du kannst dem Logistikbüro dann sagen, versorge die 5 Gebäude oder die 8 Gebäude mit den LKW, die du hast. Und dann befülle das halt, wenn bei Bedarf. Das heißt zum Beispiel jetzt den Alkohol habe ich auch so, dass die immer hin und her pendeln, obwohl sie voll sind und gar nichts transportieren müssten. Aber ich kann sie auch nicht hier stehen lassen. Zum Beispiel, wo ist denn das? Wo ist denn die Kneipe hier? Du bist okay. Hier. Nicht? Die Kneipe hat einen Stellplatz und da muss die Müllabfuhr hin. Da muss eventuell die Feuerwehr hin. Da muss ein Krankenwagen hin. Wenn ich jetzt sage, hey, Alkoholwagen, stell dich hier hin, bis du leer bist, dann würden keine anderen Autos mehr hier ranfahren können und das Gebäude wäre faktisch sehr schnell ein Problemherd. Deswegen lasse ich den die ganze Zeit hin und her gucken, auch wenn hier vielleicht nur 0,1 Liter Alkohol fehlen. Dann liefert er 0,1 Liter Alkohol hin, fährt wieder zurück. Die ganze Zeit und verbrennt meinen Treibstoff. Mit dem Distributionsbüro könnte ich sagen, ey, ihr beliefert jetzt mal alle Alkoholgeschäfte in der Nähe. Und holt es euch aus diesem Lager da hinten und dann würde der das bei Bedarf losfahren, hinbringen und so weiter. Aber ja, ansonsten, nein, kannst du nicht sagen. Nur mit Forschung. Aber das soll, glaube ich, absichtlich auch so sein, damit man auch irgendwas hat, auf das man sich freut. Ich habe das aber Verteilungsbüro noch nie gehabt, weil wir noch nie so weit waren. Wäre vielleicht clever gewesen, wenn ich das gebaut hätte, nicht? Ja. Okay, wir können die Straße hier auch anders gestalten und auch das Ding. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Aber wir können das ja auch nach innen packen alles. Ah, das sieht nicht gut aus so. Besser. So. Ich meine, das Lager kann ich auch hier hinstellen, nicht? Das ist Wurst, wo das steht. Aber diese Befüllen- und Entfüllen-Dinger sind wichtig, wo die stehen. Den einen könnten wir jetzt hier inzwischen machen. Das ist gut. Und den anderen hier an die Seite vielleicht. Muss ich halt nur aufpassen wegen der Schiene da, dass ich da nicht ein Problem mache. Ich will aber auch, dass die ein bisschen stehen können. Falls da mehr ankommen, dann haben wir da nicht so ein Problem. Gut, ich könnte das... Wartet. Ja, wir optimieren. Der kann weiter nach vorne. Und dann können die hier auffahren. Eigentlich direkt so. Dann können sie sich entscheiden, wo sie hinfahren.
Und dann ist gut. Dann kriegen die hier ihren langen Anfahrtweg. So. Machen wir den. Oh. Jetzt können wir für den natürlich das so planen, wie wir das wollen. Eigentlich können wir den doch... Ja, eigentlich haben die ja einen und der hat einen dann. Dann stellen wir den doch einfach hier daneben. Okay, geht nicht ganz. Ja, stimmt. Es gibt ja gar keine zweiten Anfahrwege. Das heißt, es trennt sich da ja direkt die Streu vom Weizen. Ah, okay. Müsste ein Stück nach oben oder gedreht werden. So. Dann könnte der eine beladen und der andere entladen. Und das gefällt mir noch nicht so ganz. Vielleicht machen wir den auch. Bisschen. Ah, das wäre zu kurz. Das wäre zu kurz. Müssen nämlich so zwei, drei LKW hinpassen. Das wäre gut. Am liebsten hätte ich es halt so, nicht? Warte, warte. Das kriegen wir nochmal anders hin. Vielleicht kriegen wir die auch nebeneinander. In irgendeine Weise. Ich glaube zwar nicht, dass das hier wirklich klappen wird. Dafür sind die Winkel, denke ich, zu kurz. Und das ist zu wenig Weg, oder? Gut, du kannst noch ein Stück weiter nach vorne, dann dürfte das passen. Das sieht doch ordentlicher aus so. Der, ja. So, jetzt ist die Frage, du so. Okay, und du? Ah, das kann auch noch ein Stück nach vorne. Dann habe ich hier nicht diesen ganz krassen Bogen. Ich hätte es am liebsten ja so, aber das kriegt er gar nicht hin. So, natürlich. Hm. Ja. Verständlich, verständlich, dass das zu eng wäre. Ich will die da nicht, dass die da so eine harte Auffahrt haben, so vielleicht eher. Ah, gut. Passt schon. Ich hoffe, da fahren halt nicht... Also, ich hoffe, die werden nicht irgendwann stehen bleiben, weil irgendwas nicht geliefert werden kann. Das wäre das Blödeste. So. Die Feuerwehr kommt von hier. Dann würde ich sagen, bauen wir das lieber so. Wir brauchen die Ausgänge in die Richtung. Ah, so. Genau, so kann es gestellt werden. Dann kann die Feuerwehr da im Zweifel hoffentlich immer ranfahren. Und die Schiene dürfte auch noch rüberkommen. Und eine zweite können wir auch noch hinkriegen. Ich habe halt 800 Tonnen Kies und ich würde gern 50% für meine Baufirmen behalten und den Rest verkaufen lassen. Ach so, meinst du das? Ja, das kannst du einstellen da. Am einfachsten ist es, wenn du einfach zwei Lager machst. Für sowas. Und das Lager sagst, nur das lagern. Und dann zum Beispiel... Ja, entweder das
Und dann hast du zwei Lager. Und es gibt, glaube ich, auch hier Prioritätsdinger. Dann könntest du sagen, zum Beispiel, welcher zuerst Ressourcen kriegt, zum Beispiel. Aber die LKWs, die können nicht. Das Logistiklager, das kann alles sowas. Wobei du eher das Problem hast, dass dir die Baubüros den Kies rausklauen. Im Zweifel. Und du dann nichts exportierst und die rumstehen. Aber das ist nicht so schlimm. An sich. Aber nervig halt. Okay. Jetzt fehlen eigentlich hier nur noch Pipelines, nicht wahr? Und die werden unterirdisch. Du Pipeline irgendwie so. Du Pipeline. Ja, irgendwie so. So, warte mal. Ah, nee, wartet mal. Ah, falsch, falsch, falsch. Ich will ja nicht beide beladen. Der kürzere. Ja, sind beide gleich lang jetzt nicht. Okay, also du wirst beladen, aber du musst ja entladen. Ja. Guck mal, wäre denn nicht besser, du entlädst nach hier? Ja, auch nicht, oder? Und du belädst. Das, glaube ich, kommt auch selber bei rum. Ist ja unterirdisch. Mit Wasser müssen wir hier nicht mehr dran vorbei, nicht? Das haben wir nach oben gelegt. Oder gehen da unten dran. Ah, hier ist eh der Tunnel im Weg. Von daher ist gut. Okay, genau. Dann können die nämlich das beladen und die können das entladen. Und dann ist dieses wunderschöne Gebiet hier auch fertig. Dann können wir weitermachen. Und eigentlich braucht ihr Kieswege, nicht wahr? Würde ich auch vorsehen wollen. Und hier müssen wir jetzt mit einer Brücke gucken, dass wir da rüberkommen. Wenn ich die drei LKW fahren lasse auf der Route, dann ziehen die mein Lager leer. Zwei LKW sind halt wenig, dann läuft das Ding ständig voll. Du kannst ein bisschen mit den LKW-Größen theoretisch hantieren. Das habe ich hier beim Stoff gemacht. Klappt aber auch nicht so ganz. Weil je nachdem, ob die Produktionsrate mal ein bisschen niedriger ist, weil gerade weniger Pflanzen reinkommen, geht das dann auf oder nicht? Guck, ich habe hier nur die kleinen. Die können halt nur 4,9 Tonnen transportieren. Und bei dem hier habe ich, glaube ich, hier habe ich nur zwei große oder halt sogar nur einen. Und selbst der transportiert theoretisch zu viel ab. Aber sobald ich eine eigene Kornproduktion habe, dann fällt das hier hinten ja auch raus. Das Problem. Und die Wohnhäuser sind immer noch nicht fertig. Die anderen schon inzwischen langsam wieder voll. Aber obwohl hier immer steht, hat keinen Job, ohne Job, ohne Job, haben wir nur 4% Arbeitslose, 180. Das kann schon gar nicht sein, nicht? 20, 40... 60, 70, 80, 90, 100, 130, sagt er. Oh, okay, würde doch passen. Und hier die Einzelnen. Also hier vorne sind kaum Leute arbeitslos. Von hier hinten ganz wenige. Und wir haben nur noch ganz wenige Arbeiter mit Schulabschluss. Alle anderen haben schon Universitätsabschluss. Wir können mal gucken. Wasser funktioniert noch, oder? Nicht, dass hier... Oh! Es ist soweit. 5700 Leute. Der Brunnen läuft leer. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Jetzt ist genug hier drin. Die hauen ordentlich durch. Aber der hier... Aber jetzt läuft er wieder voll. Was war mit ihm los?
Hat der kurz... Hat was gebrannt? Nee, gab keinen Brand. Ah, doch. Gestern hat irgendwo was gebrannt. Aber war das hier der Strom? Nee. Jetzt ist er voll. Jetzt ist hier leer. Ah, okay. Weil keine Arbeiter da sind. Warte, das müssen wir mal beheben, das Problem. Das ist aber einfach zu beheben. Wir haben nämlich noch ein altes Fahrzeug rumstehen. Wir haben hier so eine tolle Route. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach den mit auf die Route. Dann kommen da eher Leute hin. Aber so langsam wird es eventuell kritisch. Vielleicht bauen wir da hinten noch ein... Ah, hier, gut, hier kommt über Industrie hin. Ja, hier wollte ich Wasserwände bauen, aber hier sollte auch Strand hin und so. Und hier kommt Ölverarbeitung und Strände, da wird das Wasser total eklig. Man könnte hier vielleicht noch einen Brunnen hinbauen. Ich meine, den wollten wir auch anschließen, wenn es hart auf hart kommt. Aber die werden, wenn sie nämlich da sind, so viel, ja, die saugen den sofort leer. Das ist kurz vorm Kollabieren, das System. Aber wir haben ja einen zweiten Brunnen, der nicht wirklich genutzt wird. Und ich glaube, wir könnten hier dann da rangehen. Das heißt, wir müssten einmal das hier aber wegnehmen. Dann den da ran machen. Und hier, ich habe da am Anfang nicht dran gedacht, wäre besser, wenn wir die andere Seite ran machen. Also eigentlich müsste ich das Rohr abreißen. Zumindest erstmal das Stück. Ja, dann macht der so einen Bogen. Ja. Hier habe ich ja gleich das Doppelrohr gebaut. Von daher, das ist okay. Wobei eigentlich auch nicht. Na gut, doch, okay, ich muss den anschließen, dann muss ich den wegnehmen, dann muss ich das anschließen. Und, ja, gut, zur Not, hier könnte auch noch ein Brunnen hin. Oder wir bauen einen großen draus, wenn das angeschlossen ist. Ich glaube, das ist die Idee. Wir nehmen... Ah, der große Brunnen braucht Arbeitskräfte, nicht wahr? Wir haben hier keine Bushaltestelle bis jetzt. Okay, unerwartete Probleme auf jeden Fall. Also, nicht unerwartet. Aber wir könnten theoretisch hier eine Bushaltestelle hinsetzen. Dann würden die hier ankommen. Und dann reißen wir den einfach komplett ab, wenn der andere dran ist. Weil wenn schon der Reservespeicher angegriffen wird, ist nicht genug Wasser auf den Leitungen permanent. Das ist nicht gut. Und die beiden großen Häuser sind fertig. Das sind richtige Häuserschluchten, endlich mal. Sie sind auch fast nicht parallel zu den Gebäuden. Ja, gut, hätten ein bisschen weiter nach rechts gemusst, beide. Ah, hier kann ich ja noch was hinbauen, stimmt. Ah, guck mal, aber jetzt haben sie alle... Haben weniger Leute keinen Job. Gut, da wohnen aber auch weniger. Vielleicht deshalb. Aber hier ist auch nicht so viel. Unsere Baustelle nimmt Form an. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Achso, bevor sie das bauen, die Brücke. Gucken, ob das klappt. 1, 2, 3. Nicht 9 Meter... 9 Meter reichen ja. Parallelmodus aus. Wir wollen gerade rüber.
Parallelmodus an. Parallelmodus aus. Winkel 0 Grad, hoffe ich. Parallelmodus an. Einmal runter. Und nochmal. Ah, das geht wieder nicht. Okay, dann erst die Seite runter. Haben wir ein bisschen mehr Reserve. So. Dann werden wir hier nämlich drüber durch. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Besser. Ja, wie es hier weitergeht mit der Autobahn, weiß ich noch gar nicht so richtig. Ob wir die beiden hier zusammenlaufen lassen hinten? Oder hier eine Trennung aufnehmen, dass wir die aufspalten? So nach links und rechts, obwohl hier gibt es ja dann den Überweg. Und der nächste wäre vielleicht hier sinnvoll. Obwohl eher hier. Das heißt, normalerweise müsste sie jetzt einfach weiterlaufen. Okay, das müssen wir ja noch nicht bauen. Wir hatten vorher das so vorgesehen. Oh, das geht nicht. Zu eng. Okay, dann gehen wir erstmal ein Stück gerade. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und gehen dann in diese Kurve. Überschneidung. Okay. Where's the problem? Okay, das will er nicht. Okay. Sieht aber ein bisschen komisch aus vom Winkel. Jetzt ist richtig. Okay. Und jetzt wird's spannend. Die wollen ja hier auffahren. Also die würden hier abfahren. So. Hey. Und dann. Hey. Oh Mann, dass er den Punkt da manchmal nicht erwischt. Und dann hier auffahren. So. Das würden die anderen auch machen. Und wie komme ich jetzt von hier nach da? Das wäre dann so die Sache. Also entweder müsste ich ja von hier nach da rüber oder von hier irgendwie da ran. Und da geht es halt los, dass man schade nicht von der Brücke abgehen kann. Das verhindert so die klassischen Bauweisen. Wie macht man das? Erstmal sieht das scheiße aus so. Ich auch selber. Okay, also wir machen erstmal so. Da geht's ran. Da geht's ab. Hier geht's ab. Hier geht's ran. Hier geht's ran. Ah,
Ah, da ist die Brücke. Okay, hier geht's ab. Hier geht's ran. Irgendwie so. Hier geht's ran. Hier geht's ab. An sich müsste ich ja nach hier und da hinten ran. Das wäre das Einzige, was ich sehen würde, was ich irgendwie theoretisch hinkriegen könnte. Aber dann müsste ich hier durch und das wissen wir schon, das geht ja nicht. Das heißt, die Brücke müsste breiter werden, länger werden. Weil so bringt mir das, glaube ich, wenig, oder? Okay, so rum ist besonders blöd. Okay, keine Ahnung, warum er das gerade nicht möchte. Hier auch. Na gut, hier kann ich es verstehen, weil da die Brücke im Weg ist. Könnte das auch so machen. Wie die Brücke jetzt nämlich noch nicht bauen lassen, wenn das so ein Problem ist, eventuell. Vielleicht muss ich die nochmal umgestalten. Okay, das sieht einfach komisch aus. Ja, vielleicht ist es auch einfach so komisch. Muss schon gerade sein, so wie die anderen. So wäre eigentlich auch cool. Das ist so ein bisschen wie bei City Skylines, nicht? Wo manche Sachen funktionierten und andere wieder nicht. Wo man sich dann gefragt hat, warum. Hat irgendwas mit diesem Parallelmodus hier zu tun, auf jeden Fall. Vielleicht, wenn ich den aus... Ah, wenn ich den Parallelmodus ausmache. Ja, das ist klar. Ja, manchmal die kleinen Details. So, jetzt brauche ich ihn wieder, nicht? Weil wir ja rauf wollen, parallel. Aber andersrum. Von der Stelle, ne, von der Stelle dahin, ja. Jetzt aus, dann rum. Alles klar. Das machen wir auch nochmal. Jetzt haben wir einen an. So, rauf. Hier. Ab. Jetzt aus. Dann ran. Alles klar. Achso. Modus an. Fahren. Ich liebe das Speichern im falschen Moment. Rauffahren. Modus aus. Okay, hier die einzige Stelle, wo es nicht wirklich fruchtet, weil die Brücke im Weg ist, wahrscheinlich vom Winkel. Da müsste ich vielleicht... Ja. Oh, jetzt sind die... Ah, macht er automatisch richtig rum. So. Aber das löst ja immer noch nicht mein Problem. Wie ich von der hier auf die hier komme. Entweder mit einem Tunnel, der von hier abgeht. Aber dann habe ich vier Tunnel... Das geht auch nicht.
vier Brücken geht auch nicht. Das ist interessant. Autobahn Kleeblatt Worker Resources. Bau einfach mal eine Inspiration. Wie man das baut. Ja, das Problem ist, wir kommen halt nicht. Ja, wir müssten halt so ein Ding noch bauen, nicht? Also von hier. Genau, von der auf die rauf, hier an der Stelle. Okay, das müssen wir. Alles klar. Ja, jetzt weiß ich wie. Oh, ist das dumm. Ich glaube, wir haben nicht genug Platz dafür eventuell. Oh, der Heli nervt sowas von ab. Wir müssen hier abgehen. Palais-Modus ist an. Jetzt machen wir eins Platz. So. Hier abgehen. Und hier so dicht wie möglich dann rauffahren. Also hier ist Auffahrt. So. Es hat ja das gleiche Problem wie bei City Skylines. Das hat er auch schon da mal nicht so gut hinbekommen. Da ist er auch immer auf die falsche Seite gesprungen. Kann man hier irgendwie mit einer Tastenkombi die Seite wechseln? Wahrscheinlich nicht. Ich kann halt so rangehen. Das ist alles. Das hilft mir ja nicht. So muss ich das theoretisch machen. Schöner kriegt man das hier, glaube ich, nicht hin. So. Die wollen ab. Also die fahren hier rauf. Und die wollen ab und auf die rauf. Und hier rauf. Schlechter Winkel. Ah, vielleicht wenn wir sie. Ja, das ist zu viel. Ja. So, das heißt, die fahren ab und auf die rauf. Die fahren ab und auf die rauf. Das heißt, die haben wir und die haben wir. Das heißt, die brauchen wir noch. Das heißt, ihr fahrt hier ab. Und ihr wollt hier rauf. Und ihr fahrt ab und wollt auf die rauf. Naja, jetzt kriegen wir, glaube ich, gleich ein Problem. Zumindest an der Stelle hier. Machen wir es so. Und so. Und jetzt wollen die, also die fahren ab, wollen hier rauf, aber ihr wollt ja auch abfahren. Parallel, Millimeter zu früh. Wenn wir nicht, können die an der einen Stelle nicht abfahren. So, jetzt parallel. Und so rauf. Das gleiche hier. Ich hoffe, das
kriegt er hin. Das geht auch. Oh. Nee. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Müssen wir nochmal wegnehmen. Jetzt wollte ich schon wieder nicht den... Na gut, ist ja eigentlich auch ÖPVN, nicht? Was wir hier machen. Im weitesten Sinne. So. Ja, das kriegen wir nochmal schöner hin. Das gefällt mir hier noch nicht so richtig. Na? Geht nicht. Ja, das wäre zu eng. Das sehe ich ja. Sieht ein Blinder mit einem Krückstock. So, hier soll er ankommen. So. Und das hier. Auch okay. Ich könnte die Brücke enger machen, nicht? Ein ganz kleines Stück enger die Brücke. Dann könnten wir das hier besser hinkriegen, weil das kriege ich jetzt nicht mehr ran. Hier noch eine Abfahrt hin. Okay, wir wissen, wie es geht. Die Brücke ist zu groß. Erst die inneren Dinger und dann die äußeren. Oh, Brücke kriegen wir doch sicher hin. Also ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Wir brauchen nicht mal viel. Das wäre gut, wenn das so ein Stück mehr werden könnte. Parallelmodus aus. Sieht doch gut aus. Parallelmodus an. Parallelmodus aus. Parallelmodus an. Parallelmodus aus. Besser. Ja. Okay. Dann ist die Brücke schmaler und dann kriegen wir das schöner hin. Also. Parallelmodus. Erstmal die... Also ihr wollt abfahren. So. Ihr wollt... Da sind so eine Dinge entstanden, die müssen wir auch mal wegnehmen. Die wollen wir nicht. Die sind böse. Und dann machen wir die Ecke zuerst. So, die wollen rauffahren. Ihr fahrt ab und wollt hier irgendwie rauf. Nee, warte. Die wollen abfahren und hier rauf. So rum. Ja, das ist okay. Es war sehr eng. Zu eng. Ja, der Winkel passt nicht. Der Winkel passt nicht. Können wir doch so weggehen. Das geht nicht. Das ist zu krass für ihn. Da macht er noch die Faxen. Okay, okay, okay. Dann vielleicht so. Auch nicht. Stört ihn denn da? Okay, machen wir es so rum. Macht das eh richtig. So, jetzt die erstmal abgehen. Funktioniert sehr gut. Kriegen wir das so hin wie die andere Seite? So ein bisschen gerade? Nee, okay. Das sieht doch aber ordentlich aus. Das könnte hier ein bisschen problematisch werden, aber ich hoffe, das wird's.
Okay. Jetzt wollen die abfahren. Den. Ja, geht. Wir brauchen hier einen Zentimeter. Und ich würde sagen, auch hier. Dann gehen wir hier gerade raus weg, wenn geht. Ja, so. Ihr wollt abfahren und ihr wollt hier auffahren. So. Das ist nicht hübsch. Das ist nicht hübsch. Aber so. Ah, okay, hier ist nicht weit genug gebaut. Das kriegen wir gelöst. Hä? Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Okay, welche auch immer das sein soll. Alles klar. Wo ist die Straße? Dort. Parallelmodus ist an. Möchtest du da nicht so richtig raufgehen? Warte. Dann halt so. Immer noch zu kurz. Immer noch zu kurz. Also. Ich habe da wirklich kein Augenmaß für irgendwie so richtig. Jetzt. So sieht's gut aus. Ja. Besser. Der gefällt mir noch nicht so ganz. Aber. Das kriegen wir doch auch nochmal hin. Aber jetzt weiß er nicht, okay, hier weiß er nicht, dass es dann so rum soll. Jetzt ist das nicht ganz korrekt. Und jetzt geht's über die andere Straße rüber. Nee, das ist blöd so. So. Ja, besser. Okay, jetzt. Wer von euch will abfahren und auffahren? So, ihr wollt abfahren. Dann kriegt ihr jetzt zuerst den Zuschlag. Aber wir können direkt an die Brücke ran, aber wir können nicht direkt an der Brücke abfahren. Gut, aber damit muss ich leider leben an der Stelle. Wenn ich jetzt F4 ausmache... Ah... Okay, man kann während des Bauens den F4-Modus ausmachen. Dann kann man nämlich verhindern, dass er da versucht dran zu gehen, aber ist trotzdem hier dran. Das ist sehr interessant. Oh. Hier direkt ab. Das baut sich durch den Parallelmodus dann aber auch relativ easy. Wenn man es einmal hat. Nur hier wieder. Warum? So. Oh. Passt. Jetzt brauchen wir nur noch das. Rechtsverkehr. Also ihr wollt abfahren und da auffahren. Oh, F4 aus. Also so. Andersrum. Okay, F4 aus. Da, F4 an. Ja, sehr gut.
Und jetzt von hier. Oh. Über. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wir sind auf derselben Höhe. Aber der gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Damit haben sie dann aber auch echt erstmal eine Weile zu bauen, glaube ich. F4 aus. Oh, viel Spaß mit dem Autobahnkreuz. Unser erstes, nicht wahr? Ich glaube, da ist noch Optimierungspotenzial nach oben. Und ja, wie es aussieht und was unsere ganzen Industrieanlagen machen, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich lasse es ein bisschen fertig bauen. Bis gleich.